Damals 32. Heute im 32. raus. Müsstest du Geld für Beats und Video bezahlen, würdest du nicht fragen. Ironisch, denn dann würdest du die Westen im Stich lassen. Nach den Pain-Features du Leute wie Christ und Detox Dorfer. Kehrst dir jedem den Rücken, ey, du bist wirklich der Imposter. Sag's mit falsch aufgesetzt, was du machst, gilt das wie Götter. Klingt, hast echt die beste Line gesucht und dachtest, nein, die nehme ich nicht. Alle deine Hooks sind halt doch nur nach demselben Schema. Hallo Gegner, Name einfügen, du bist die Reim auf Gegner. Bitte bleib die Treue, geht nicht für Hooks, das war schon ein Fehler. Der Unterschied deiner Hooks ist nur der Name des Gegners. Bei Christ performt er selber, was dann auch am witzigsten ist. Ein Jumpscare-Flow, pass auf, du hast da bisschen Bitch im Gesicht. Nimm extra einen schlechten Beat, auf den dann alles scheiße klingt. Doch nur als Witz in deinem Song, doch gleich, bitte kauft man nicht. Ja richtig, wenn man kaufen soll, dann sagt der Leute, kauft man nicht. Und wenn der den Gegner nicht ist, dann will er eigentlich gewinnen. Bist du's nicht leid, immer nur dieselbe Hook zu wiederholen. Ey, aus Slash, du kriegst kein Cash, hier ne Hook für dich, Flow. Wir sind mit Bars und Simpen, trotzdem mal ne Lache abgreifen. Doch wenn du immer stumpf bist, kannst du auch nicht gut abschneiden, Bitch. Tja, Flow, wie willst du gewinnen? Ich hab schon Leute rausgehauen, ohne ne Runde zu machen.